Und damit hallo und ein herzliches Willkommen zu The Hunter Call of the Wild, gespielt auf der PlayStation 4. Wir haben in der letzten Folge immerhin einen Dreh erledigt. Und jetzt bin ich auch schon wieder auf der Spur, auf Hoffnung, das nächste erledigen zu können. Das letzte war hier auf den Feldern, weil da hinten also ein Futtergebiet ist. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich jetzt mal einfach mal hier bleibe. Ja, wobei hier bleiben ist auch doof. Da sieht man ja nichts von der Welt. Und abgesehen davon, da ich hier drüben hier gerade geschossen habe, ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr gering, dass die jetzt wieder hierher kommen werden, ne? Auf jeden Fall gehen wir jetzt weiter. Denn hier auf der rechten Seite waren doch Rehspuren. Mal gucken mal, ob die hier weiter verlaufen. Ne, die sind schon wieder weg. Ne, da hinten sind die doch Rehspuren. Ja, mitten im Wald, ne? Also so klasse finde ich das nicht. Ja, da seid ihr schlecht zu entdecken. Laufend. Ja, ich glaube, ihr macht jetzt hier einen Nick nach rechts rüber, oder? Das wäre jetzt nicht so ja, prickelnd, aber. Eine Losung hätte ich gerne von dir. Ah, da unten. Ist da unten eine Losung? Ja. Ich würde gerne wissen, wie lange ist es jetzt her, dass du hier vorbeigelaufen bist. Sehr alt. Okay, wir gehen woanders hin. Ich sprinte jetzt einmal hier rüber. Durch die Pfütze und dann mit etwas Glück habe ich hier drüben ja schon wieder was. Der erste schlechte Blick sagt, nein, da ist nichts. So, ich weiß, da oben waren doch vorhin auch Rehe in die Richtung. Gehen wir nochmal da gucken. Ich meine, wie gesagt, Rehe ist jetzt nicht das Schönste, aber besser als nichts. Ja, und im Regen einfach doof rumzustehen, macht auch keinen Spaß. Na, da hinten ist ein. Ach mein Gott, nur weil ich jetzt da drüben mal ein Reh gekillt habe. Mal, ich guck jetzt die ganze Zeit da hinten hin. Okay, ich möchte jetzt von hier, von diesem Punkt aus in der Mitte, möchte ich jetzt mal observen, ob hier irgendwas, ob alles in Ordnung ist. Hoffentlich war alles in Ordnung, ist okay hier. Mein Gott, ich will killen, ne? Deswegen bin ich ja hier. Ich will den Wald leer schießen. Da. Ich dachte, da drüben hat sich vielleicht irgendwas bewegt. Nein. Und wenn, war es kein Tier. Wildkaninchen, drohendes Klopfen. Sollte ich mal in diese Richtung gehen?
Jo. Immerhin, ein Kaninchen. 341 Geld gibt es. Und 129 Erfahrungspunkte. Blindenpunktbonus plus 27. Ich habe Glück gehabt, dass ich das Kaninchen entdeckt habe. Ja, aus der Schmach vom letzten Mal, wo ich das mit dem Scharfschützengewehr oder mit meinem Jagdgewehr erledigt habe. Trotzdem mal hier mit dem Zielfernrohr arbeiten. Dann sieht man auch ein bisschen besser. Nein, ich sehe nichts. Dann laufen wir mal hier rüber. Ab zu dieser Scheune. Zu dem Bauernhof-Scheune. Wanklers Scheune. Vielleicht haben wir von hier aus ein bisschen Glück. Was ist das da hinten? Dieser weiße Fleck. Das ist ein Schild. Oh Gott. Spuren. Dammhirsch gehend. Oh, ich kann hier also... Was kostet es mich denn, wenn ich jetzt so ein Teil hier errichte? Dann würde ich gerne von hier aus mal... Einfach mich mal gerne mal ein bisschen umschauen. Komm, unter 2000. Unter 2000, dann gehörst du mir. 2100. Darauf kommt es auch nicht mehr an. Hochsitze und Tarnzelte eignen sich ausgezeichnet für die Jagd mit Lockmitteln. Hier können sie... Ich habe doch Lockmittel. Was ist das eigentlich für ein Lockmittel? Wo kann ich das nochmal nachsehen? Einmal hier drauf, oder? Inventar. Lockmittel. Rehwild-Lockpfeife. Ah, okay. Für Hirsche. Nein. Nein. Das ja. Wie lange muss man sowas eigentlich machen? Macht man das jetzt die ganze Zeit, bis man kein... bis ein Tier vorbeikommt? Oder wie läuft das ab? Da! Ja, du bist mein. Keine Organe getroffen. Na, schon wieder so ein Mist. Nur weil ich nicht schießen kann, ne? Aber das ist klasse. Da geht's lang. Ich dürfte schon wieder nur das Bein erwischt haben, oder? Aber das ist cool mit dem Lockmittel.
Das dauert zwar ein kleines bisschen, aber ich habe das echt dann. Da ist er tatsächlich ein Tier zu mir gekommen. Man muss halt nur wissen, was man vorher jagen will, oder? Wo ist es? Durch die Spur. Okay. Ja, aber... Ah, wie ich das Spiel manchmal, das ich dafür liebe. Wo ist es denn hingelaufen? Ja, der Weg führt sich in die Richtung. Okay. Das habe ich verstanden. Wiesent. Sollte ich etwa Wiesent jagen gehen? Wolltet ihr mir das damit sagen? Das ist total ärgerlich. Da habe ich mir dieses Lockmittel, habe mich so tierisch gefreut. Und dann, weil diese Spur da wieder ins Nichts verlaufen ist. Da ist wieder eine Spur. Das ist jetzt natürlich jetzt nicht von dem Tier, was ich legen wollte. Aber immerhin ist da eine. Bin mal gespannt, was ein Tier ist, das ist. Wildschwein. Tränkegebiet entdeckt. Gehend. Geil. Soll mir ja auch recht sein, ne? Jetzt stehe ich hier. Unten. Gehen wir mal hier lang. Okay, hier ist das Getränkegebiet der Wiesen zwischen 3 und 7. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Das Wasser ist laut. Rehbrunftschrei. Nö. Oh, hier ist sogar ein Steg. I saw some tracks in that area earlier this morning. Hold on, I'll send the coordinates. Du brauchst mir keine Koordinaten senden. Wirklich nicht. Hier sind so viele. So viele 10.000 Fußspuren. Ich könnte mich doch auch jetzt hier einfach irgendwie. Habe ich ein Zelt dabei oder sowas?
Geruchsneutralisierer. Ansonsten ist hier nichts. Ja, ich meine, was schade dran ist, ich bin jetzt aus der falschen Windrichtung gekommen. Ja, sprinten wir trotzdem mal hier hoch. Man weiß ja nie. Hier, guck mal, das ist ein bisschen Losung. Sehr alte. Okay, damit hat sich das auch schon erledigt. Trotzdem möchte ich in diese Richtung. Und von hier oben aus gehe ich dann gleich wieder nach links. Weil das halt nicht meine Windrichtung ist. Ich könnte auch nach rechts gehen, natürlich, aber... Hier drüben ist schöner. Hier scheint die Sonne. Dass ich meinen Reh nicht wieder gefunden habe, das stört mich total. Ja, da hinten bewegt sich was. Natürlich. Gehen einfach mal schnell hier oben auf unseren Posten. Und da warten wir noch mal ein kurzes Stück. Na, irgendwann kommt ihr wieder. Ja, los, rauf da. Und ich hoffe einfach, dass wir diesmal dann mehr Glück haben. Lockmittel rausholen. Erstmal das hier. Das da. Ah, wo bleibt ihr? Ah, ein Tier will ich wenigstens noch schießen. Okay, damit wird es nichts. Machen wir hiermit weiter. Letztes Mal kam das Reh von da drüben. Ob es das wieder der Fall sein wird? Kommt auch nichts. Letztes Mal ging es relativ schnell, ne? Du
Muss man Geduld haben. Oder ist hier so ein... Ja, okay. Es kommt nichts. Da ganz hinten. Gucken wir mal, was es hinten rumrennt. Euch erwische ich niemals. Brauche ich gar nicht erst versuchen. Abwarten und Tee trinken. Ich habe leider nur keinen Tee dabei. Also, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Und vielleicht sehen wir uns das nächste Mal nochmal. Also, Leute, bis dann. Macht's gut. Ciao.